Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin hier mit meinem Wenigkeitslabor. So, weiter geht's. Wie gesagt, Leute, wenn zwischendurch laggt, es liegt einfach an meinem Internet. Es hat zurzeit einfach keine Lust auf mich. Ja, ich stelle den jetzt auch erstmal hier hin. Ja, dann müssen wir mal gucken, Leute, ob wir Aufträge machen. Düngen, ernten, düngen, ernten, düngen, 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 grubbern, ernten. Könnten eigentlich ernten. Ja, 2,5. Feld 3. Ja, können wir dann unseren für nehmen, oder? Düngen, ernten, düngen, 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 düngen. Alles nur düngen, ne? Aber wir fahren jetzt Feld 9, düngen. Fertig. Räder ausleihen, nein, Vertrag akzeptiert. Feld 9, zack. So. Gehen wir jetzt halt düngen und versuchen noch so ein bisschen Kohle reinzukriegen. Fertig. Ich habe ja hier irgendwo noch Dünger stehen. Hauen wir jetzt erstmal die ganzen Düngeraufträge durch und fertig ist die Geschichte. Das müsste eigentlich der Dünger sein. So, jetzt gucken wir mal, wo Feld 9 ist. Feld 9 ist da, wo anderes ist. Gut. Gehen wir halt jetzt mal ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Um einfach ein bisschen voranzukommen. Schön rauftreten hier, Berg hoch. So. Upsa. Hab ich aber ganz falsch geguckt, du. So. Ich wollte gerade sagen, mein Freund, also ich habe für Feld 9 einen Auftrag. Ja? Hör mal auf, hier Theater zu machen. Ich sage, ob ich das abernte oder peng. Spielt ja keine Rolle. Warum haben wir eigentlich jetzt 800, 900? Doch, passt, alles klar. Ich würde sagen, Alter, wir hatten doch vorhin 5000, aber wir haben ja. Leute, die Fahrzeuge repariert, oder? Die Sämaschine repariert. So, sehen wir zu, dass wir gedüngt kriegen, so ein paar Felder. Geht ja hauptsächlich darum, dass wir nebenbei noch ein bisschen Kohle machen. Ob wir natürlich dabei dann wirklich Gewinn machen, wenn wir jetzt hier den Dünger durchhauen, das weiß ich nicht, aber besser als dämlich rumzustehen, ne? Oder Zeit vorstellen. Kann ich auch lieber noch ein paar Aufträge machen. Da waren ja viele zu düngen. Also daher bauen wir eins nacheinander jetzt durch und düngen. Scheiß dann drauf. Und dann sehen wir weiter. Wir werden auf jeden Fall unser Lager Weizen wahrscheinlich gut voll bekommen und Gerste auch. Und dann fangen wir an, das Rapslager voll zu fahren. Sollte dann ganz gut funktionieren. Also ich werde immer die zwei Weizen weiterhin machen. Weil ich ja irgendwas dann auch benötige, um wieder zu verkaufen. Unsere Eierproduktion läuft ja auch, Milchproduktion läuft auch, also das könnten wir ja auch verkaufen, wenn es eng wäre, aber brauchen wir ja noch nicht. Und Gülle und Mist, ich glaube, Gülle kann man auch an der BGA verkaufen, Mist, glaube ich, kann man nicht verkaufen. Oder sehen wir dann. Es fällt mit dem Auftrag, hat dann ein
Nee, doch nicht. Okay, ich hab mich so. Hab mich verguckt. So. Hier rum. Blub. Ja, vielleicht noch zweimal, dann. Aber das fällt auch schon verdient, wieder fertig. Und das sind dann auch 2.000-3.000. Also wir haben ja keine 2.000-3.000 Dünger hier aufs Feld geklatscht. Also da macht man schon Gewinn. Wenn da jetzt viel Gewinn machen, ist glaube ich eine zweite Frage, aber vielleicht schaffen wir dann ja auch mal wieder was zu ernten. Wäre ja auch mal wieder ziemlich nice. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir unsere Aufträge hier so ein bisschen entgegenkommen. Halt auch einfach Geld, ne? Was wir ohne Ende brauchen. Deswegen sage ich ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen Dünge und ein bisschen Kohle reinwirtschafte, ist ja auch nicht schlecht. Lohndienstleistung für Feld 9 ist abgeschlossen. Können wir dann gleich abgeben. Zack, 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 zack. Sehr schön. So. Auftrag abschließen. Zack. Düngen Feld 17. Vertrag akzeptieren. Feld 10 ist aber bei uns in der Nähe, richtig? Feld 10 ist direkt da. Dann machen wir erstmal Feld 10. Vertrag akzeptieren. Blub. So, ab zu Feld 10. So, und Feld 11 können wir nämlich dann gleich auch noch machen. Da ist nämlich auch noch ein Auftrag. So, und gib ihn. Weil warum sollten wir es jetzt nicht machen, ne? Ist ja dumm, wenn wir jetzt erst woanders hinfahren. Dann mache ich lieber erstmal die Felder, alle, die hier im Kreis sind oder hier in der Gegend. Dann passt das ja. Also ich bin gespannt, ob wir Gewinn machen. Weiß nicht, was ein Dünger kostet. Müsste man jetzt echt gleich mal nachgucken. Ich jetzt mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, Leute. Ein Big Pack Dünger, Mineraldünger, kostet 2.000, sind 1.000 drin, wir haben nicht mal 1.000 verbraucht, also bis jetzt würde ich sagen, machen wir Gewinn. Also auf jeden. Also wir gucken mal so, dass wir 3.000 nachher wieder in dem Gerät drin haben. Was wir eigentlich dann ja nur noch für unser brauchen. Und wenn ich 3.000 wieder zugefügt habe, und dann sehen wir ja, ob es sich rentiert hat oder nicht. Es waren, glaube ich, sogar mehr drin wie 3. Können ja auch 4 machen, dann haben wir auf jeden Fall mehr drin, als wir hatten. Ganz einfach. Und wenn ich jetzt 4 hinzumachen würde, wären es 1,5. Also, können wir auf jeden Fall gewinnen. Aber abwarten. Was ich einfach an Düngen sehe, ist einfach, man hat schnell ein paar Euros verdient, ne? Also, das muss man ja ganz klar sagen. Das ist wirklich ganz schnell gerade ein paar Euros. Easy, einfach. So, fertig. Blub. Auftrag. Abschließen. Diese 1.159, wir haben ja keine 1.000 Dünger draufgeklatscht. Also das wäre ja absoluter Bullshit. Feld 11 Dünger. Vertrag akzeptieren. So. Ja, das sind jetzt ja die Felder, die ich ja später haben möchte. Also Feld 9 kommt dann als nächstes und dann... Nee, stimmt gar nicht, oder? Doch, Feld 9 ist das nächste und dann 10 und 11. Aber das gucken wir uns auch an, wie es dann ist. So, jetzt Feld 11 erstmal.
Zack und düngen. Der Auftrag sind, glaube ich, auch 2000 oder so. Super. Kohle kommt. Das ist jetzt ja auch gerade ein bisschen easy, ne? Also das muss man jetzt ja auch mal gerade sagen. Alles gerade so ein bisschen easy peasy. Gucken, was wir dann noch machen. Weil bevor unsere Felder nicht Stufe 1 haben, brauchen wir sowieso nichts machen. Deswegen. Und krass will ich erst nächsten Tag gucken. Deswegen mache ich alles für die Aufträge. Upp. Ja, hier wäre schon so die richtige Linie. Drittes Feld gleich, ne? Geht. Wir hatten 4.900 und ein bisschen, sagen wir mal, 5. Wir haben jetzt gut 6.000 verdient. Und 6.000 wären 6.000 werden 2, 4, 6, also 3.000 Dünger bis jetzt. Also kein Minus. Weil grob gesagt hätten wir, haben wir vielleicht 1.500 verbrannt. Also daher alles gut. Aber wenn er sagt, Auftrag beendet, dann werde ich den Rest da nicht durchziehen. Weil das ist Verschwendung. Habe ich halt falsch gedüngt. Ja, Auftrag ist beendet, sehr gut. Den Rest hier mache ich auf jeden Fall. Blub, 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 blub. Einmal hier rum, blub, fertig. Abschließen. So, wir hatten noch 17, 16, 15, 20. Und alle da hinten, alles klar. Düngen 17. Tag akzeptieren. So, Feld 17 ist. Neben der Mühle, alles klar. Hauen wir natürlich auch noch durch. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, das ist doch schon voll ausgewachsen. Na gut, hier vorne ist aber auch so richtig scheiße. Aber ja, so ist es. Was Mut, dat Mut. Aber es ist auch einfach ein Feld, was ziemlich schnell fertig ist. Geht einfacher als gedacht. Also ich lasse mich überraschen, ob wir wie lange wir wirklich brauchen, um eins von den neuen Fahrzeugen eigentlich zu besitzen. Ich denke nicht so lange, weil wir gut Kohle im Lager haben und die Produktion bei den Kühen ja auch wirklich läuft. Und ich glaube, wir haben letztes Mal schon gesagt, über 20.000 sind da auch schon drin. Also so lange wird es nicht dauern, bis wir
Entweder den Mähdrescher. Ja, der Mähdrescher ist natürlich unfassbar teuer, ne? Das muss man wirklich sagen. Also ich denke, wir brauchen 200.000 fast selber. Aber wenn man so nimmt, wir hatten vorhin 4, ich habe jetzt knapp 10.000 gleich schon wieder rein verdient. Ohne das, was im Lager drin ist, was wir heute eingefahren haben und dies und jenes. Also so unrealistisch ist das einfach alles gar nicht. Und unsere Hühner sind ja auch fleißig. Also daher alles easy. Nur bei den Kisten mit den Hühnern muss ich gucken, wie ich das mache. Dann einfach in eine Schublade lege, wenn wir über 1000 haben. Also in eine Schublade, in eine Schaufel lege diese Kiste. Oder ob ich mir dafür extra einen Hänger kaufe und dann immer da was drauflege und wenn dann, ja, Not am Mann ist, das dann wegbringe oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Weil es gibt ja diese Billig-Gummihänger. Gummihänger. Ladehänger. Ein Gummi. So einen kleinen Hänger auf jeden Fall, den wir die Planken abbauen können. Und dann kann man ja nämlich die Eierkartons mit Spanngurten festmachen. Und dann könnten wir das eigentlich sehr gut wegbringen. Jetzt gucken wir, ob wir Feld 16 auch hätten. Oder nehmen wir das nämlich gleich mit, weil wir ja schon hier sind. So, blub. Stopp. Bup, da schmeiße ich erstmal was hin. Auch nicht schlecht. So, abschließen. Feld 16 hätten wir auch. Gut. Vertrag akzeptieren. Blub. Ja, da solltest du mit so einem kleinen. Jetzt ist auf jeden Fall auf Feld 16 auf einmal nichts mehr drauf. Warum das so ist, ist halt so. Ja, dann haben wir gleich wenigstens mal bei den Aufträgen richtig klar Schiff gemacht, würde ich sagen. Was ja für uns gut ist. Für die, die uns beauftragt haben, nicht. Gib mir euer Geld. Ich sag wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.